Ein Urlaub reicht meist nicht für die Entdeckung Zyperns, der drittgrößten Insel im Mittelmeer, nur 80 Kilometer vor der türkischen Küste. Deshalb starten wir auch schon früh durch im griechischen Teil. Springt gut. Hier an der magischen Bucht. Petra Tiromio heißt es hier. Der Römerstein eigentlich nur. Das ist eine wirklich magische Bucht hier auf Zypern. Denn an dieser Stelle soll damals in der Antike Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe, an Land gestiegen sein. Schaum geboren, wie es heißt. Brauchen wir nicht. Wir haben sie ja bei uns. Aphrodite, unsere. Sarah Nuru. Hallo Sarah, ich grüße dich. Hallo Uwe. Schön, dass du da bist, dass wir jetzt gemeinsam Zypern entdecken können. Die Insel, die ja damit wirbt, dass hier der ewige Frühling herrscht. Also für den Herbst haben wir gar keine Probleme. Nein. Und im Winter eigentlich auch nicht. Immer scheint die Sonne, heißt es. Niemals regnet es. Das muss man nicht alles glauben, aber es ist wirklich traumhaft schön. Sehr. Und das werden wir uns jetzt gegenseitig angucken. Okay, das machen wir. Gehen wir. Rund 700 Kilometer Küste hat Zypern mit feinem Sand und glattem Kiesel. Besonders eindrucksvoll jedoch sind diese in Jahrmillionen ausgewaschenen Formen im Süden am Kap Aspro, zu Deutsch das Weiße Kap. Mensch, Uwe, ist das nicht ein Traum? Ja, das ist einfach ein ganz typischer Traum auch hier für Zypern. Diese Kreideküste, ausgewaschen von den Stürmen, von der Brandung. Selbst in der Hauptsaison noch ein Geheimtipp und erst recht im Herbst. Das trifft auch auf so manche Entdeckungstour ins Inselinnere zu, etwa auf die Farm von Maria Georgula, 30 Kilometer von der Hafenstadt Paphos entfernt. Rund 1000 Tiere leben hier, das bringt täglich rund 600 Liter Milch. Besonders begehrt die Milch der Damaskusziegen. Frisch gemolkene Ziegenmilch, ob das schmeckt? Teste ich mal. Nicht schlecht, also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, aber sehr gut. Das gilt auch für Zyperns Nationalkäse in Marias kleiner Käserei. Hier wird der bekannte Halloumi-Käse hergestellt und die Frau ist schon fleißiger machen. Kommt mit, dann können wir mal schauen, wie das so funktioniert. Halloumi wird zwar auch aus Kuhmilch gemacht, aber bei Maria stammt er nur von ihren Ziegen. Der Käse wird 3 Stunden lang je 2-mal aufgekocht. Täglich verkauft Maria den handgemachten Edelkäse in den umliegenden Supermärkten. Frischer geht's nun wirklich nicht, auch wenn er in Molke gelagert über 1 Jahr hält. Und wie gut er schmeckt, stellen Sarah und Uwe beim spontanen zweiten Frühstück an diesem Morgen fest, als Maria sie zur Kostprobe einlädt. Auf dem Weg durch Zyperns Süden liegt malerisch das kleine Dorf Lefkara. Seit der venezianischen Besetzung vor über 500 Jahren ist der Ort bekannt für schönste Stickereien. Fast jedes zweite Haus hier ist ein kleines Kunstgewerbezentrum. Ich stehe hier vor Marina Shop, eine wunderschöne kleine Stickerei hier auf Zypern. Wie man schon sehen kann, ist sie fleißig am Arbeiten. Und was es hier sonst noch so gibt, das schaue ich mir jetzt an. Hier wird noch alles mit der Hand gemacht, auch die uralten Leonardo-Muster und die filigranen Schirme. Traditionen werden gepflegt und Menschen noch nicht durch Maschinen ersetzt. Okay. Also 3 Stunden braucht sie dafür. Aber Zeit ist zum Glück nicht immer die Währung, die hier zählt. Weiter westlich im Trodosgebirge liegt in 750 Metern Höhe ein anderes Bilderbuchdorf, Omodos, auch als das Weindorf Zyperns bekannt. Mit der ältesten Weinpresse der Insel im kleinen Museum des lokalen Weinguts Linos, mit einer mächtigen historischen Holzspindel. Gekeltert und verkauft werden trockene Rot- und Weißweine, meist aus der Xinasteri-Traube. Alles natürlich auch gleich zum Mitnehmen. Auf dem Markt locken noch weitere besonders leckere und traditionell kulinarische Verführungen. Schon beim Ansehen läuft einem das Wasser im Munde zusammen, wie bei diesem Schmalzgebäck. Gekostet und gefeiert wird eigentlich immer, auch ohne großen Anlass. Da reicht es schon, dass einfach nur Sonntag ist. Hör mal die Musik. Woher kommt das, von da? Ja, hier. Ah, das ist schon mal ein Restaurant. Das ist doch herrlich, die Musik. Typisch hier auf dem Dorf. Ich bin mal gespannt. Nachmittag, das ist doch Wahnsinn, ne? Ob die auch tanzen? Ja. Ob du vielleicht auch tanzt? Ob ich komm, vielleicht tanze? Ach, das machen wir, komm. Und schon ist man mittendrin im fröhlichen Familienfest bei Uso, Wein und Buzuki.
Zur Familie gesellen sich die Freunde, die Nachbarn und selbst, wie Sarah und Uwe, die Fremden, die aber rasch zu Freunden werden. Und auch Sarah wird zum Rembetiko in den Kreis geholt und sie macht Schritt für Schritt Fortschritte auf dem Parkett. Während Alexis Sorbas am Rande still genießt, Yasu und Prost. So viel Tanzen und Zusehen hat hungrig gemacht. Höchste Zeit also für einen Besuch im Stukia Jani gleich nebenan. Und stilecht ist auch die Küche, angefangen von den unzähligen Mercedes bis zu den Bergen von Fleisch, Beilagen und Spießen. So gesättigt darf es zum Nachtisch ruhig auch ein Häppchen Kultur sein. Unser Tipp: die berühmten römischen Ausgrabungen bei Paphos. Wunderschöne Mosaike von vor 1700 Jahren und aus dem felsigen Boden gemeißelte stattliche römische Gräber. Zur Belohnung darf sich Sarah nach einem solch anstrengenden Tag mal verwöhnen lassen. Zypern ist schließlich bekannt für seine topfitten Wellness-Oasen mit Bäder-Tempeln, Ayurveda-Anwendungen, einfühlsamen Massagen in fast allen großen Hotels und Ferienclubs. Bleibt zum Schluss nur noch eine der schönsten Freiluftaufführungen: der Sonnenuntergang. Wieder einmal absolut perfekt.